Also wir haben hier den nächsten Mutigen. Vielen Dank für die Teilnahme. Sagst du noch kurz deinen Namen? Ich bin Max. Max, vielen Dank, dass du teilnimmst. Und vielleicht nochmal, um das auch ins Gedächtnis zu rufen, was ist denn erstmal als Vorgesprächsfrage, was ist denn am 11. September 2001 passiert? Naja, am 11. September war es halt so, dass die Terrorgesellschaft Al-Qaida 1, 2, 3, 4 Flugzeuge gekapert hat, womit eben zwei in den einmal Süd- und einmal Nordturm des World Trade Centers geflogen sind. Das dritte ist in das Pentagon geflogen und das vierte ist dann irgendwie noch übernommen worden, ist irgendwo abgestürzt, aber halt auch abgestürzt. Also es war halt mit Flugzeugen ein großer Terroranschlag, wo viele Menschen gestorben sind. Mhm. Super, da können wir gleich mit den Fragen anfangen, weil ich sehe schon, du bist sehr fit. Bin jetzt sehr gespannt. Okay, also die erste Frage wäre, wie viele Hochhäuser sind denn an diesem Tag in New York, gerade auch in Zusammenhang mit diesen Anschlägen oder den Nachwirkungen, an diesem Tag eingestürzt? Naja, kommt drauf an, wie man es zählt. Zählt zum Beispiel World Trade Center 7 als Hochhaus? Ja, würde mitziehen. Dann würde ich schätzen, also die zwei Haupttürme, World Trade Center 7 ist eingestürzt. Ich glaube noch eins, also 4. Also es geht schon, wir zählen je, obwohl, sag mal, welches, was jetzt das vierte wäre? Es ist noch irgendeins eingestürzt. Das, also wie gesagt, man hat das ja gesehen, die Dokus und sowas. Also das war noch irgendeins, weiß auch nicht, wie es heißt. Okay. Sehr gut, haken wir das ab. Also eben die drei, die dir jetzt so eingefallen sind, und das vierte halt, was du noch nebenbei erwähnt hast. Wie viele, gut, das hast du vorhin schon beantwortet, aber bloß nochmal um die Zahl, wie viele Flüge waren unterwegs? Die gekapert wurden, vier. Vier, da kommt die Antwort, wie aus der Pistole geschossen, sehr gut. Die nächste Frage ist, die Terroristen mussten ja erstmal identifiziert werden und wurden sehr schnell identifiziert, zum Beispiel Saddam al-Zaqawi und andere, die aufgrund des persönlichen Gegenstands, der in der Nähe der Absturzstelle gefunden wurde, relativ schnell identifiziert wurden. Was für ein Gegenstand war das? Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ich würde schätzen, es ist ein Pass oder sowas. Würde ich schätzen, ist es aber bestimmt nicht. Ja, ich weiß halt nur, dass über irgendwelche Flugschulen, die dann auch wieder zurückverfolgt wurden, wie sie ins Land gekommen sind, alles auf Wasser gefunden haben, weiß ich nicht. Mhm. Woran willst du es, also was willst du festmachen als Aussage? Wie gesagt, das mit denen, dass es rausgefunden, dass sie halt in den USA Flugschulen gemacht haben und dass es halt auch durch entsprechende Beobachtung theoretisch möglich gewesen wäre, diese Personen festzusetzen und zumindest unter Kontrolle zu lassen, aber was genau gefunden wurde, weiß ich nicht. Ja. Nee, wir hatten ja von einem Gegenstand gesprochen und sag mal, wenn du jetzt irgendeinen nennst, ist besser, als wenn du keinen nennst, deswegen... Ich würde sagen, ein Pass oder sowas in der Art, ja. Halt ein Pass fest, okay, sehr gut. Dann haben wir die vierte Frage und zwar ist es ja, vielleicht lassen wir die da kurz durch, die Osama Bin Laden wird ja als der hauptverantwortliche Planer dort gesehen in der offiziellen Geschichte von der Planung der Terroranschläge und die Bin Laden-Familie war eine Bauunternehmerfamilie, also nicht nur er, sondern auch die ganze Familie, die mit einer sehr bekannten amerikanischen Familie Geschäfte gemacht hat, die im Ölgeschäft ist. Also zwei von denen kennt man auch aus dem Fernsehen. Welche Familie war das? Das weiß ich nicht. Also es ist eine sehr, sehr bekannte Familie, die im Ölgeschäft ist oder war auch und die mit der Bin Laden-Familie halt zusammengearbeitet hat. Ist nicht so weit bekannt, aber doch relativ bekannt und diese zwei von den Personen kennt man auf jeden Fall. Wenn du es mir sagst, würde es vielleicht klick machen, aber Moment, nee, fällt mir einfach, nicht. Einfach raten. Nee, die BP-Konzernfamilie ist ja britisch, das wird es nicht sein. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne keine US-amerikanischen Ölkonzerne. Shell? Nee, auch nicht. Nee, ich weiß, ich habe überhaupt... Eine Familie, die im Ölgeschäft ist? Also ich will nur ein bisschen helfen, ne? Irgendwas, was da... Ja, aber eine Familie, wie gesagt, ich kenne mich mit Ölgeschäft, also mit Wirtschaft, so speziell Ölgeschäft, weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich wirklich nicht. Okay. Müsste ich jetzt irgendwas sagen. Ja, vielleicht der Joker? Okay. So, und dann haben wir noch die letzte Frage, und zwar... Osama Bin Laden wurde ja in einem bestimmten oder in verschiedenen Ländern 2003 dann vermutet. Er wurde ja gesucht nach 2001 und wird in verschiedenen Ländern vermutet. Und dann wurde 2003 auch ein Land angegriffen. Und jetzt ist die Frage quasi, ein Land zu nennen, in welchem er vermutet wurde und das Land zu nennen, welches 2003 von den USA angegriffen wurde. Naja, es wurde ja dann der Irak, ja der Irakkrieg von der Stadt. Und das ist halt das Land, was angeblich im Kampf gegen den Terror halt von Bush initiiert angegriffen wurde. Und dementsprechend wurde er, da schätze ich auch offiziell gesagt, vermutet. Aber er wurde halt überall, also in Afghanistan, in Pakistan, im Iran, ich glaube auch mal in Syrien, also in relativ vielen Ländern vermutet. Und ich schätze, da liefen auch sehr viele verdeckte Geschehnisse
wovon wir das gar nicht wissen. Ja. Sehr gut. Dann haben wir jetzt die 5 Fragen durch und können ja auflösen. Das ist gut. Super. Also erste Frage, genau richtig, also wenigstens mit World Trade Center 7 ist damit eingestürzt, die anderen dann aufgrund von Eruptionen und so weiter teilweise auch, aber nicht so direkt wie die anderen Türme im Zusammenhang damit eingestürzt, also richtig beantwortet, 3 oder 4, vielleicht sogar mehr, aber diese 3 auf jeden Fall, die damit eingestürzt sind, wissen viele gar nicht, ne? dass es mehr als die 2 Twin Towers waren, sondern dass das dritte mit eingestürzt ist. Die Flüge, genau, 4, wie du schon aufgezählt hast, absolut perfekt. Der persönliche Gegenstand, richtig geraten, es war ein Pass, war Ausweis, Pass. Ja, genau, ja. Sehr gut. Die Unternehmerfamilie ist die, also die Ölunternehmerfamilie, Familie Bush. Familie Bush, ja. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Genau, George W. Bush und George Senior, George Bush Senior, ne? Und richtig, also Land, wo er vermutet wurde, zum Beispiel Afghanistan oder auch Sudan oder Pakistan, und der Irakkrieg ist genau 2003 das Land genau. gewesen, was sie angegriffen haben. Das heißt, 4 von 5 Fragen richtig beantwortet. Das heißt, ihr habt gewonnen. 5 €. Na dann. Vielen Dank. Und vielleicht noch, wenn du Lust hast, wie schätzt du denn diese Situation oder die Wirkung von damals ein und auch die um die Anschläge herum und die ganze Geschichte vielleicht? Naja, also ich muss sagen, ich war damals zu den Anschlägen, also es war 5 Jahre alt. Und man kriegt das halt als 5-Jähriger, hat man noch nicht dieses Verständnis dafür, was passiert ist. Also ich weiß nur, dass ich vor dem Fernseher saß, meine Eltern den Fernseher jetzt auf einmal umschalteten und ich einfach nur irgendwelche brennenden Türme sah und ich ehrlich gesagt in dem Moment lieber weiter mein Programm gucken wollte, weil ich es halt noch gar nicht realisiert habe. Mhm. Aber später merkt man das halt und da wird das halt auch interessanter mit diesen ganzen, ich muss sagen, ich glaube nicht dran, mit diesen Verschwörungstheorien und allem drum und dran, was teilweise extrem absurd ist. Das ist halt interessant. Und ich fand es war, wie gesagt, dieses 3000 Opfer waren es ja, glaube ich. Ja. Es war, wie gesagt, diesen sehr, sehr schrecklicher Terroranschlag, der aber auch, was ich auch leider finde, wiederholbar ist. Also er, aus den jetzigen Sicherheitsbedingungen könnte man ihn wiederholen, wenn man wollte, wenn man wirklich wollte. Und das finde ich A, bedenklich und B, ja, also. Und wieso denkst du, weil du jetzt gerade auch sagst mit den Sicherheitsbedingungen, ja. das wundert ja auch viele, wieso zum Beispiel die Flugzeuge nicht abgeschossen wurden, wodurch die USA genau. sehr schnell Flugzeuge in die Luft bringt? Da war es ja so, dass die irgendwie gar nicht rechtzeitig in der Luft gewesen wären. Und zum Beispiel in Deutschland würde das gar nicht funktionieren. Da würde also man das zulassen, weil in Deutschland halt Personen nicht für andere Personen geopfert werden dürfen, nach Gesetz. Mhm. Und ja, also wie gesagt, und wenn halt sich, es kann sich jeder ein Flugzeug, also, jeder ein Flugzeug kaufen, irgendwo reinfliegen, wenn er Lust hat. Und dementsprechend, es ist theoretisch wiederholbar. Ja. Und wie siehst du, wie die Politik darauf damit umgehen sollte? Ich meine, es wurden ja auch viele Gesetzgebungen dahingehend verändert und schärfer gemacht. Findest du das richtig oder sollte man anders damit umgehen? Ich finde die gesetzlichen Änderungen, vor allem wie sie halt die USA betrieben hat, also mit diesen teilweise mit diesen Nacktscannern, mit diesem allem drum und dran und mit den No-Fly-Listen sind, in vieler Hinsicht gut. Also vorteilhaft, wobei ich diese No-Fly-Listen zum Beispiel sinnlos finde, weil wenn man Kevin James heißt, darf man nicht fliegen, egal ob man der Kevin James ist, der gemein ist oder nicht. Aber wie gesagt, man kann alles umgehen. Es wurden oft, was weiß ich, Bomben in Schuhsohlen wieder gefunden und sowas und irgendwelche Leute wollten wieder irgendwas in die Luft. Also es gibt immer, ist immer dieses Katz-und-Maus-Spiel und es ist halt manchmal so, dass die Maus halt manchmal auch gewinnt. Leider. Ja. Wie halt an diesem Tag. Und vielleicht noch eine Frage, und zwar, wie würdest du für eine sag mal, globale Sicherheit sorgen oder auch eine nationale Sicherheit, gerade vor dem Hintergrund, dass die Gefahr besteht? Naja, das Problem ist halt, das sind halt oftmals auch Al-Qaida ist ja, ich will nicht sagen, eine relativ übersichtliche Gruppe, aber es ist halt eine Organisation. Und das große Problem ist ja der Einzeltäter. Zum Beispiel, um es abzuschwenken, hier Andreas Breivik, war Einzeltäter, das kann man schlecht rausfinden. Und ich finde, vor diesen Menschen kann man sich sehr, sehr schwer schützen. Und da müsste ich jetzt eigentlich auch sehr, sehr lange erstmal drüber nachdenken, um irgendwas zu finden, um sowas aufzuhalten. Weil es gibt halt nur die Möglichkeit, die Bombe, die er dabei hat, zu finden, aber es gibt nicht die Möglichkeit, in den Kopf der Person reinzuschauen, ob er das denn jetzt tun möchte. Also da würde mir also außer die jetzigen Sicherheitsbedingungen auch nicht groß anderes sein. Absolute Sicherheit gibt es nie. Absolute Sicherheit gibt es nie und man sollte es auch nicht übertreiben. Mhm. Genau. Klasse. Vielen Dank für die Teilnahme und für das Interview. Gerne doch. Super und euch noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön. Ciao. Danke. I protest. Liebevolle Revolution.